Mo. Und Julia. Kata. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Nelly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß verträgst du nicht. Disneys kurze Pause. Da sind wir alle bei dir zu Hause. Julia, du bist ja heute so pünktlich. Was passiert? Hast du deine Haare nur 50 anstatt 100 mal gekämmt? Wieso? Siehst du schrecklich aus? Nein, das war ein Scherz. Komm wieder runter. Ach, na gut. Also meine Tante hat mich heute mit dem Auto zur Schule gefahren. Dann hat sie mir dieses hässliche Ding hier geschenkt. Sie sagt, die Puppe heißt wie ich, Julia. Sie sieht irgendwie aus wie eine Oma. Ja, schlimm. Ich finde, Julia passt gar nicht zu ihr. Sie sollte besser einen altmodischen Namen haben. Sowas wie Katharina. Hey! Oh, entschuldige, ich habe ganz vergessen, dass du auch so heißt. Weißt du, ich finde es echt schlimm von meiner Tante, dass sie mir immer so blödes Zeug schenkt. Als wäre ich noch ein dummes Kind. Damit musst du dich abfinden. Für unsere lieben Verwandten bleiben wir ewig, die kleinen Mädchen. Und weißt du noch was? Ich konnte solche Puppen noch nie ausstehen. Die machen mir irgendwie Angst. Angst? Ja, schau dir mal die aufgerissenen Augen an. Stell dir vor, sie sitzt nachts neben deinem Bett. Du wachst auf und sie glotzt dich oh, an. Oh, nein, danke. Ich konnte Puppen noch nie leiden. Tja, dann tut's mir leid. Oder auch nicht. Unsere Wege trennen sich hier. Und tschüss. Das ist aber auch fies. Schließlich war sie ein Geschenk und bestimmt auch sehr teuer. Mir doch egal. Was interessiert mich diese blöde Puppe? Komm, lass uns endlich gehen. Also manchmal kann Julia echt gemein sein. Ihre Tante hat sich bestimmt Mühe gemacht und die Puppe mit viel Liebe ausgesucht. Ja, und außerdem ist ein Geschenk, also ich meine, damit man bekommt... Es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Schau doch mal. Das ist eine Ansichtskarte von der Nordsee. Oh, toll, die Nordsee. Oh, das sieht ganz genau aus. Schau doch mal genau hin, da ist wieder diese Puppe. Sie ist einfach an die Nordsee gefahren und hat mir eine Karte geschickt. So ein Quatsch, Julia, mach dich nicht lächerlich. Du hast recht, das ist die Puppe. Sag ich doch und jetzt lies mal. Du hast mich einfach im Stich gelassen. Deshalb reise ich jetzt durch die ganze Welt und suche jemanden, der ein Herz hat und mich aufnimmt. Aber eines Tages komme ich zurück und dann... Sie ist sauer, weil ich sie weggeworfen habe. Aber wie kommt die Puppe an die Nordsee? Puppen können doch nicht einfach ans Meer fahren, sich in die Sonne legen und dann auch noch eine Ansichtskarte schreiben. Siehst du doch, dass sie es können? Und der letzte Satz ist doch eine Drohung. Sie will sich rächen. Ah! Kata, sie hat mir schon wieder geschrieben. Zeig her. Jetzt ist sie in den Alpen. Ah, das ist prima. Also ich war ja auch total gerne in die Berge. Im Winter war ich wieder da mit meiner Mama für 2 Wochen. DJ aus! Wie kommst du denn darauf, dass es die Alpen sind? Das könnte doch auch irgendwo anders in den Bergen sein. Im Himalaya oder sowas. Ich weiß auch nicht. Sie trägt einen Filzhut mit Alpenpfeilchen. Sie hat auch einen Schal an. Irgendwie kommt mir das alles so bekannt vor. Hat sie wieder was geschrieben? Ja, aber ich trau's mich nicht zu lesen. Mach du. Ich bin stinksauer, weil du mich in den Müll geworfen hast. Ich werde gleich ohnmächtig. Ich bekomme raus, wer dahinter steckt. Jetzt geht's ums Prinzip. Das Prinzip fällt mir ein. Ich hab hier mal... Aus! Ich glaub's nicht. Jetzt ist sie auch noch in Mexiko. Mit Sombrero. Das sind Fotomontagen oder deine Puppe kann beamen. Was? Beamen? Du kannst ja jederzeit wieder hier sein. Das war ein Scherz. Julia, niemand kann beamen. Ich verstehe deine Scherze nie. Die Damen nach exaktem Studium des Beweismaterials schließe ich, dass sich jemand über Julia lustig macht. Na klasse, soweit waren wir auch schon. Ich will wissen, wer. Es handelt sich mit Sicherheit um eine Person aus dieser Schule hier. Der zeitliche Abstand zwischen dem Liegenlassen der Puppe und dem Eintreffen der ersten Warnung, der liegt einfach zu nahe beisammen. Und des Weiteren schätze ich, dass es sich um eine Person handeln muss, die Julia sehr gut kennt und ihre Ängste auszunützen weiß. Ängste? Ich habe doch keine Angst vor so einer blöden Puppe. Wunderbaren Puppe, meinte ich. Übrigens, die Landschaftsaufnahmen sind identisch mit denen, die bei unseren Schulaufführungen benutzt wurden. Die Alpen, das Meer und nun Mexiko. Deshalb kamen mir die Bilder so bekannt vor. Und nun sehen Sie her. Sehen Sie hier den Namen, der auf dem Schal eingestickt ist? Der kommt uns doch allen sehr bekannt vor. Und der Sombrero, erinnern Sie sich, wer den letztes Jahr getragen hat? Wir haben den Täter. Eberhard, du bist sagenhaft. Wirklich? Wer ist das? Vielen, vielen Dank, liebste Katharina. Ach ja, da fällt mir ein, erst gestern erstand ich eine Sherlock-Holmes-Edition. Vielleicht hättest du ja Zeit und Lust, sie mit mir gemacht. Irgendwann mal. Aber jetzt brauchen wir Verstärkung.
Nico, ich glaube, das war einer unserer besten Streiche. Und, wo schicken wir die Puppe jetzt hin? Nach New York? Wie wär's mit Russland? Dann kann sie sich mit einer dieser Dinge anfreunden. Weißt schon, diese Ineinandersteckpuppen, wo immer noch eine kleinere drin ist. Hey Jungs, schaut mal, ich habe hier Briefe für euch. Ohne Absender. Sag mal, seid ihr gar nicht neugierig? Macht am besten gleich auf. Ein Foto von einer Marionette mit Rüstung und einem Schwert in der Hand? Bei mir auch. Und es sieht so aus, als wäre sie im Café hinter der Schule fotografiert worden. Hier steht, ich bin der Freund von Julias Puppe. Ich suche schon überall nach ihr. Ich weiß, dass ihr sie entführt habt und werde mich an euch rächen. Das kann doch gar nicht sein. Warte mal. Wenn der Typ auf dem Foto im Café gegenüber war, dann heißt es, dass er ganz in der Nähe ist. Mann, Nico, hast du etwa Angst vor einer Marionette oder was? Wir haben den Bösewichten eine Lektion erteilt. Evi, das war eine super Idee von dir. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich so blöd war und drauf reingefallen bin. Hallo Julia, ich bin's, deine Puppe. Ich bin wieder da. Wo seid ihr denn alle? Ich habe Julias Puppe wiedergefunden. Du und Julia habt euch bestimmt einiges zu erzählen. Ende gut, alles gut. Was, mein Püppchen? Sag mal, wie heißt du eigentlich? DJ. Nein, echt? Du auch? Mann, so ein Zufall. Also ich muss dir unbedingt was erzählen. Mit meiner Mutter war ich nämlich letztes Jahr im Urlaub und dann... Julia! Du hast recht. Das ist die Puppe. Sag ich doch.